Der Konzertsaal ist ein Ort des Abenteuers. Und ich sage ja manchmal, die Leute, um intensiver ihr Dasein zu spüren, die gehen nach Bern und bezahlen 500 Schweizer Franken und machen sie Bungee-Jumping und springen von drin. Und dann kommt, und dann haben sie theologische Gefühle und fühlen sich wieder wie Neugeborene. Und im Konzertsaal, da hocken sie alle in der warmen Badewanne. Und ein kleiner kalter Wasserguss kann ja mal daran erinnern, dass wir eigentlich lebendige Menschen sind. Ja. Beziehungsweise, es muss ein bisschen spannender werden. Ja. Okay.